Herzlich willkommen, liebe One Piece Freunde. Zweites Gameplay mit mir, Daniel und Aaron. Heute Blau gegen Grün, David gegen Goliath. Wir schauen mal, was passiert. Aaron, bist du ready? Bereit. Abfahrt! So, ab ins Spiel geschehen. Aaron und Daniel, wir sind ready für ein weiteres Duell. Blau gegen Grün. Blau ist der Crocodile gegen Oysters Kid. Wir werden sehen. Die Decks haben wir jetzt seit Montag und Dienstag gespoilert. Jetzt ist Gameplay dazu. Aaron, würfeln wir mal. Ich habe eine grandiose 4. Und du kriegst eine 3. Eine Ist das dein 3, Ernst? super. Okay. Ein bisschen näher vielleicht noch, wir sind dann doch ein bisschen klein. Gut, ich fange an, dann ziehe ich mal 5 Karten. Was haben wir dann hier? Ich glaube, die Hand würde ich sogar behalten. Ja, die keep ich. Jo, Dito. Okay, ein Don. Dann ist mein Warte. Zug auch schon vorbei. Warte. Oh, Du hast dein warte. Oh, Leben vergessen zu Lebenspunkte. Wir haben leben. Lebenspunkte vergessen. Hier, 5. 5. Warum macht er das bei mir nicht? 5. Draufdrücken. Nein. Schon kaputt. Bist du an der falschen Schon Kalle kaputt. vielleicht? Und. Drei. Vier. Fünf. Machen wir das so. Kann es sein, dass du vielleicht an der falschen Kalle bist? Bin weiß, was ist da falsch? Promoted. Sieht richtig aus. Warte. Kannst du das? Das konnte ich vorher auch schon, als du Aber da live warst. ging nicht, okay. Gut, hast jetzt 5 Leben drin. Musst halt manuell gucken, Dann. wie die ganze Zeit. Gut, dann bist du dran. Ach, stoppe. Ich muss dir den Zug noch geben. Bitteschön. So. Dann haben wir hier. Für 1 spielst du eine Bonnie. Und für ein weiteres 1 machst du den Capone. Ja. Damit bin ich auch fertig. Okay, dann machen wir das. Ich krieg 2. Babam, babam, babam. Für 3 spiele ich Sentomaru. Crocodile Attack. Block mit dem netten Herr Capone mit dem getrasht und draw. Blau gegen Grün. Also ich mag ja tatsächlich meinen The Crocodile mit seinen minus 4 Don. Das ist schon eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Aber dein Bonnie kann jetzt, also deine Bonnie kann jetzt auch ein paar Karte suchen. Genau, das macht sie auch direkt mal. Die ist verschwunden. Bei Ah, mir die liegt sie ist da in die noch Box gerutscht. Okay. War sie weg? hier. Ich glaube, wenn du da auf Search drückst, plus, dann machst du, Nee, kannst du. Search durchsuchen. Das Deck durchsuchen. Ich Nee, nee, möchte also nicht Search plus 1 Bottom. ist quasi immer die erste Karte. Also, wenn du da 5-mal drauf drückst, siehst du dir 5 Karten an. Nee, das hat sie. Da was draufgelegt. Wenn nicht, legt er die obersten 5 runter und dann machst du Rechtsklick Search.
Es gibt auch das Angucken irgendwo noch. Das Shuffle Bottom Deck Discard. Bottom of Deck. Eins, zwei, aufeinander, ne? Dann kann ich das searchen. Also ich meine, die neue Mod, jetzt wo sie da so mehr automatisiert ist, hat sie aber trotzdem ihre Schwierigkeiten noch. Jetzt kannst du Restklick, glaube ich, und dann Search. Search, ja. Genau, dann so, siehst du die oberste, die vier, die obersten vier. Und dann darfst du dir ein Supernova auf die Hand nehmen und der Rest unter das, die unter die Bibliothek oder unter das Deck. Den musst du wahrscheinlich zeigen. Ja. Ne? Guck mal, habe ich was ganz Tolles gefunden. Ein Killer. Das ist ja schade. Bottom of Deck kommen die, ne? Ja. Und dann nimmst du einfach dein Deck und legst es drunter. Oder so, genau. Hey, da hast du einen Killer auf der Hand. Da habe ich ja genau noch drei zum Ausspielen. Ja. Und dann kann ich dir den von dir direkt KO'n, ne? Wenn er gerestet wäre. Ah, nee, warte dann. Das überlese ich immer. Rested. Ah. So. Dann haben wir für 3 noch die Option. Für 2 den hier zu spielen. Ja. Der Scratchman. Rest one of your opponent Don, wenn er angreift. Für Don mal 1. Ja. Ja. Und deine. Haben wir denn sonst noch was? Hm. Legen wir mal einen Dorn an den an. Ja. Und greifen damit den Crocodile an. Nehme ich. Kein Trigger. Gut, dann bin ich fertig. 1, 2. Drop. Okay. Sentomaru, stopp. Jetzt, Sentomaru Effekt, Tab 2. Darf mir ein Pazifista von 4 Kosten oder aus dem Deck holen? Das ist der gute Dude. Okay. Dann spielen wir für 2 noch einen Kuma. Ich guck mir die obersten 3 Karten an und darf sie in any order, wie ich will, hinlegen. Dann searchen wir mal. Ich stehe jetzt das. Ah, da ist auch Deckmanipulation mit drin schon. Das ist halt auch gut, ne? Ja. Okay. Wenn ich die jetzt verdeckt dahin lege, ist ja gut. Die beiden kommen unter das Deck, der da kommt auf das Deck. Und dann greift der Crocodile dich an. Mhm. Für 5. Das heißt, ich guck mir jetzt hier. Flip einfach die oberste, ne? Ja. Weil das siehst du ja nicht. Ja, ne, sehe ich nicht. Und die hat keinen Trigger. Das heißt, genau, die kommt in die Hand. Da du einen Killer auf der Hand hast und ich das weiß, will ich jetzt nicht Sintomaru angreifen, dann ist dein Zug. Lass wieder Bright. Drück noch auf Don. Zieh eine Karte. Was Don? Dann bekomme ich 2 Don. Du hast jetzt 6. Ein schönes.
Genau. Der macht das Ganze für 3 Kosten. Okay. Deine Kulma-Karte ist noch weg, oder? Nö, nee, der Kuma ist Und das ja ist Charakter. ein Charakter, ist ein Das ist ein Unplayed. Charakter. Ich hab gedacht, das ist. Muss schon gewöhnen, dass oben die Power steht. Guck nach unten und denkst, oh, da keine Power. Falsches Spiel. Falsches Spiel, ist korrekt. Nutzen wir doch mal die. Ja. Mit der Bonnie sucht er sich dann wieder eine Supernova-Karte aus dem Deck, beziehungsweise von den ersten 5. Und schon hat man das Gefühl, man hat mehr Handkarten. Das hat ja Strohhüte leider im Hauptdeck nicht von Haus aus. Oh, wir haben was vergessen. Ah ne, machst du ja, lol, okay. Weil du musst ja die Bonnie dazu tappen, aber das hast du ja getan tatsächlich. Ja. Tatsächlich gar nicht so einfach, was wir nehmen. Einen Tod musst du sterben. Ja, ich weiß, Junge aber lass mich Seemann. Doch ein bisschen nachdenken, Darfst bitte. du? Darfst du? Es ist schwierig, es ist schwierig. Diese Was Decisions. möchte ich denn weiterhin machen? Das ist auch so eine Frage. Was will ich nächste Runde machen? Dann wäre es doch sinnvoll, das hier zu nehmen, das hier zu shuffeln und Bottom Deck. Ja, ein Skalpell. So. Würde ich gerne dir deinen Resten. Wen? Den in der Mitte. Ja. Den hier. Und für 3. Ist das jetzt der Killer? Den hier, ist der Killer. Den Killer spielen. Jawohl. Sentomaro weg. Und mit dem dann deinen Crocodile angreifen. Den will ich mal kaunen für 1000. Jo, das ist okay, das habe ich gedacht. So. Dann mit dem Angreifen lohnt sich nicht, auch wenn du keine Blocke hast. Okay. Bist du? Draw, Don, Unsuspend. Und 2 dazu. Als allererstes greift mal der deinen Kit an. Pazifista für 6. Mhm. Okay. Warte. Warum guckt das die? Eins. Ja. Jo. Der Bartolomeo Kuma greift die Bonnie an für 3. Ja, dann erledige ich das meine Bonnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. 7 Stück. 5. Für 6 greift Crocodile dich an. Also dein Kit. Mhm. Kannst du mir gerade mal die Zahl sagen? Es müssen noch 2 sein, richtig? Genau. Okay, weil ich sehe sie ja nicht. 1, 2, 3, hier 4, steht 5. Deine Zahl dran. Ja, weil es bei dem mit diesem Plus Live nicht funktioniert hat, vermutlich.
Für 5 spiele ich den Crocodile. Wenn der blockt und hat einen Don angelegt, dann darf ich einen Kosten 2 oder weniger unter das Deck legen. Und dann lege ich bei dem noch eins an und dann ist dein Zug. Natürlich hat er jetzt halt beim Blocken nur 6000, aber er muss ja einen Don angelegt haben, um die Fähigkeit zu bekommen. Und die ist jetzt quasi aktiv. Und damit muss der Aaron jetzt umgehen können. Oder einfach ignorieren. Man weiß es nicht. So, du bist jetzt bei 8, 9, 8. Okay, ja. Gut. Der Große. Jo. Blocker 7000. Er wird wieder aktiv, wenn er einen Don angelegt hat. Mit dem würde ich den Kuma angreifen. Block. Dann geht er unter das Deck und stirbt nicht. Ich mit dem den Kuma an. Das ist okay. Dann greife ich mit dem deinen Leader an. 6. Dann darf sie ja nicht angreifen. Fertig. Dann mach ich mal Draw, Don, Unsuspend. Kriege ich 2 dazu, bin ich bei 9. Eins, zwei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Game Changer in Don Flamingo. Mit den haarigen Beinen. Der gibt dir mal deinen Kit auf deine Hand. So, du hast noch 2. 1. Na, ich meine 2 Leben. Ja. So, du hast ein Skalpell. Das sind schon mal 7. Und sehr viele Handkarten. Dann würde ich doch einfach mal ganz frech mit Crocodile erstmal angreifen. Für 5. Discard. Yep, dann bist du auf 6. Dann gebe ich meinem Crocodile einen Don und der greift dich an für 7. Ja, Skalpell. Das sind 7, sind wir aktuell noch gleich. Du zahlst du quasi für 1 und kriegst 1 zurück, dann sind wir bei 8. Jawohl. Pazifista greift Killer an. Dann geht der Killer. Ich hab noch 1. Don Flamingo darf noch nicht. Du bist dran. Ja, das letzte Don hat halt keinen Platz mehr, ne? Deswegen lass einfach auf dem Don-Deck liegen. Oder leg's irgendwo hin. Das liegt automatisch dahin, okay. Ja. Ist der Beitisch links zu groß, damit hier auf dem normalen Tisch kein Platz mehr ist? Ein Basil. Ja.
Ja. Echte Karte im Ding, finde ich. Also sehr, sehr starke Charakterkarte. Der Basil Hawken. Basil. Der ist halt schon super stark. Ja, was wird's denn? Ein X-Drake. Auch mega gut. So. Zur Seite. Hin zur Drei hast du noch. Seite. Drei habe ich noch. Ja. Oh, das war's. Okay. Dann Draw, Don, Unsuspend. Dann kriege ich mein letztes Don. Sagt 3. Okay. Wie wäre es dann mit... Wie viel braucht er? 4, 1, 2, 3 und 4. Attack für 9. Habe noch 7 Handkarten. Ein Leben habe ich noch. Ein Leben hast du noch? Ja. Also jetzt hier keins mehr drin, oder? Doch, das haut eins, das meine ich damit. Eins habe ich hier noch drin. Eins hast du hier noch drin. Okay. Don minus 4 von Crocodile. Ja, der auf die Hand. Dann mal nach drüben. Für 8. Auf Kit. Sieben. Warte. Nein. Warte. Euer neun, ne? Nochmal Schütter 1 Ja. aktiv. Also hast du jetzt 2, ja? So, der hat. Okay. Mit 9. Mit Kuma. Pazifista, logischerweise, nicht Kuma. Okay, kein Leben mehr. Wie wär's mit 8 vom Crocodile? 7, 8, 9. Dann bin ich fertig. Oh. Oh, die habe ich voll vergessen. Naja, das ist okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Das Problem ist, dass ich du hast gegen diesen dein, Effekt, mit diesem Zurücknehmen passiert, also das ist einfach zu stark. du hast deinen Capone gerade weggelegt. Genau. Ja, es überlappt ein Stückchen hier. Ja, ich Tut mir weiß. leid. Ja, ich finde halt, ne, also Crocodile ist so quasi, finde ich, gefühlt so ein bisschen der Counter zu grün, weil du halt die starken Monster, also gerade Hawkins, nimmst du ja einfach raus, indem du minus 4 Don machst.
Ja. Ja, und den da kannst du halt mit Don Flamingo oder mit dem Event quasi die Hand schicken. Das Problem ist einfach, dass wenn ich jetzt hier mit zweimal anlegen, den Flamingo kaputt machen will. Du brauchst, ja, so, stimmt. Ja, gut. Das ist halt 7 halt nicht enough, ne? Weil ich habe einen Buggy. Jo, das ist klar. Und dann sterbe ich nächste Runde wahrscheinlich. So, draw, John, unsuspend. Pick 2. Die Karte ist so schlecht. Du hast 4 Handkarten. Ja. Check für 9. Ich mache den vorne dran. Attack für 8. Mal sich schweren Herzens den hier dran, vorne dran. Ja. So, dann bleiben die restlichen 10. Gehen auf den Crocodile. Und der greift an für 10. Ja, ich habe leider nur einen zum Abwerfen noch. Okay, dann ist GG. Ja. Und ich glaube, dass es mit dem sich auf die Hand nehmen viel schlechter liest, als es spielt. Ja, das ist Das genau ist das, so was ich. gut. Das ist das, was ich gesagt habe im blauen Video. Weil erfahrungsgemäß klingt es so schlecht, das ist aber so gut. Gerade in diesem Spiel finde ich dieses auf die Ja. Hand geben so stark. Aber ich finde halt Crocodile als Leader halt schon mega gut, weil er das quasi für 4 kannst du eine 5 oder weniger und es trifft in grün so gute Sachen und du hast keinen Rush. Ja, das trifft halt richtig gute Ziele. Frage ist, du hast das Attached to Don abgelegt, ob das legal war. Das darfst du, theoretisch. Das darfst du Ja. sogar wirklich, ja. Das, die Frage Weil ging hier schon im steht Discord-Server Don. rum. Okay. Das ist ja halt super strong. Ja. Deswegen mag ich auch den Kaido so gern, weil du hast halt minus 7 und dann kannst du mit dem arbeiten. Aber, Ja, gut. Die Sache ist halt, mein Level 7er ist halt jetzt auf dem Feld geblieben. ja. In der Runde, wo ich ihn gebraucht hätte. Da hast du halt passenden Flamingo gehabt. Auch schon gut für dich. Das stimmt. Aber es wird ja nicht das letzte Gameplay bleiben, gehe ich mal davon aus. Ich meine, das, was Grün machen will, hast du jetzt nicht zeigen können. Das, was Blau möchte, ist quasi Hast du perfekt zeigen können. so semi ans Tageslicht gerückt, wobei eigentlich schon, man hat gesehen, was es will, ne? Den großen Kid auf die Hand geschickt mit Don Flamingo, den Basil Hawkins mit Crocodile wieder auf die Hand, weil er sowieso Einsatzverzögerung hat und direkt nicht angreifen kann. Er muss da halt eine Runde warten und somit kann ich den quasi immer wieder wegcountern. Weil er kann ja erst mit 5 Don kommen, also Zug 3 spätestens oder frühestens. Und da habe ich meine 4 Don auch schon ready und kann das direkt wieder wegnehmen. Die Sache ist halt, wenn ich das von der Hand hätte gespielt, hätte es mir auch gar nichts mehr gebracht. Ne, war einfach zu spät, ne? Es ist halt ein Early-Charakter. Cool. Aaron, der Sieg geht halt mich. Nächstes Mal dein Lieblingsdeck gegen mein Lieblingsdeck, wenn du Bock hast. Bauen kann man hier noch nicht, ne? Wir haben Doch, nur die bauen kannst du Strategie. auch. Also du kannst auch theoretisch dir ein Deck bauen. Wir haben hier drüben die Genau. Möglichkeit, um Decks zu importieren von der OnePieceCardGame.dev Webseite, da können wir uns auch gerne ein Deck bauen und das mal ausprobieren. Aber, Würde ich vielleicht dann fürs nächste Mal ansetzen, sehr gut. dass wir uns mal Aber da was angucken. das sehen wir dann alles beim nächsten Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo, lasst ein Like da, teilt es mit euren Freunden, spielt alle das OnePiece-Kartenspiel und denkt an den 1.10. das Super Pre-Release. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Der Aaron wird vermutlich auch da sein, wenn er seine Tochter nicht hat in diesem Wochenende. Aber es wird ein richtig geiles Event. Ganz vieles. Weitere Infos folgen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.
Tschüss, Aaron. Tschüss, Daniel.